Herzlich willkommen zum 7. Inter Friday Night Game hier in Oberhausen. Wir haben wunderbares Wetter mitgebracht und wir haben heute schon den Vormittag auf dem Gasometer verbracht und uns ein bisschen die Sonne und den Wind um die Ohren haben blasen lassen und einen wunderschönen Blick über den Ruhrpott genossen. Ich bin froh, dass wir sind. Das ist das zweite Mal überhaupt in der Geschichte der IFNGs, dass wir in Oberhausen sein dürfen, und das war wesentlich zu selten bisher. Ja, das auf jeden Fall, weil die Location ist wirklich Hammer. Das Ebertbad, in dem wir uns hier befinden, ist wirklich sehr schön. Ist jetzt um diese frühe Uhrzeit schon wirklich Hammer gefüllt. Wir haben schöne Competitions hier, wir haben schöne Matches und zum ersten Mal haben wir 3 Spiele auf einem Inter Friday Night Game. FIFA 2005, die sich ja wirklich kläglich vernachlässigt fühlten, und das wollen wir jetzt wieder gut machen. Warcraft und Counter-Strike, das ist ja die bekannte Kombination aus E-Sports-Klassikern. Ja, und in FIFA werden wir direkt mit anfangen mit einem schönen Spiel zwischen POD und Team 64. Danach in Warcraft werden wir ein spannendes Match haben zwischen Bash und Horror und direkt im Anschluss Counter-Strike mit SK und Okraan. SK, der Lokalkern auf der anderen Seite, und von Okraaner, da kommen auch ein paar Leute aus Bonn und so. Vielleicht gibt es da eine kleine Rivalität, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Side-Competitions haben wir aber auch. Und zwar haben wir zum einen Dawn of War natürlich in unserer üblichen ESL-Competition und natürlich die Intel Racing Tour auch mit nach Oberhausen gebracht. Wir wissen ja, dass hier einige sehr begabte Autofahrer fahren müssen eigentlich. Der Sven, der fährt bei uns in Köln auf den Straßen. Und da wurde schon mal geblitzt da unten. Ja, sehr gut. Das sind einige Kandidaten, die auch gerne mal in Flensburg vorbeischauen möchten. Also ich denke, wir werden sehr viel Spaß gemeinsam haben mit den Competitions und natürlich mit den Main Games, FIFA, Warcraft und Counter-Strike. Bei mir sind jetzt hier der Kimber und der Marcelinho. Der Marcelinho habe ich auch gerade schon gefragt, wo sein POD-T-Shirt ist. Das hat er anscheinend vergessen. POD, Marcelinho, wir fangen mit dir erstmal an. Wir haben gerade schon gehört, dass ihr das Überraschungsteam der Saison eigentlich seid. Aber du stufst das ein bisschen zurück und sagst, ihr seid derzeit auf dem ersten Platz, aber ihr werdet noch ganz schnell abrutschen. Ja, das heißt nicht, dass wir unbedingt abrutschen müssen, nur wir hatten halt die ganzen, ich sag mal, leichteren Gegner am Anfang, und die harten Brocken wie Atax, Maus und so weiter, die kommen jetzt alle noch. Die harten Brocken sind für dich Atax, Maus. Wie sieht's mit SK aus? Die habt ihr schon geschlagen? SK haben wir 10-10 gegen gespielt. Ja, kommen noch MTW, Starcoma, Okraaner, ja, und AMD heute. Das heißt, ihr habt praktisch 2 oder 3 Teams, die wirklich hart sind. Wie sieht's bei euch aus? Ja, es ist fast dasselbe. Also wir hatten auch die leichten Gegner im Prinzip zu Beginn. Und jetzt kommen eben noch die harten Brocken, außer jetzt vielleicht noch Don, was man noch als leicht einstufen kann. Und sonst kommen jetzt eben auch noch Atax, Maus, SK. Was erwartest du dir von dem Spiel heute? Wer wird hier als Sieger vom Platz gehen? Wie wichtig ist es für euch vor allem, hier auf Garn zu spielen? Fangen wir erstmal an mit der Frage, was erwartest du dir von dem Spiel? Da haben wir ja schon die Fans hier am Start. Persönliche Fans. Das ist der Hans übrigens. Können Sie kurz den Hans... Ne, kommen Sie nicht. Das Spiel für uns ist heute sehr wichtig, weil wir müssen eben den Anschluss an oben bewahren. Das heißt, 11 Punkte müssen wir heute auf jeden Fall auf unserer Seite haben. Und ja, sonst wird es sehr, sehr eng für die Finals. Und von daher haben wir uns heute schon viel vorgenommen. Und es ist auch für uns persönlich ein kleiner Vorteil, sage ich mal, vielleicht offline zu spielen. Weshalb? Es gibt da halt in der FIFA-Szene, munkelt man da halt immer mal, dass bei POD gibt es halt einige Spieler, die vielleicht jetzt nicht den besten Rechner haben oder die schnellste Internetverbindung, und da gehen halt manche Spiele vielleicht mal verloren aufgrund gewisser Verbindungsprobleme. Was sagst du da zu deiner Verteidigung, Marcelinho? Kannst du das bestätigen? Ja, also ich glaube, ich bin nicht angesprochen. Wir wissen, glaube ich, alle, die sich ein bisschen mit FIFA auskennen, wer gemeint ist, aber es ist ja egal. Ja, also... Wie wirst du das Spiel einschätzen? Glaubst du, ihr werdet hier als Sieger vom Platz gehen? Habt ihr gute Chancen oder seid ihr im Internet besser als auf LAN? Ja, wir spielen nicht oft auf LAN. Wir hatten zwar Bootcamps, aber ich weiß nicht, das sagt nicht viel aus. Also Chancen haben wir bestimmt, die Auslosung ist nicht allzu schlecht, aber ich sehe AMD trotzdem als Favoriten. Die ist AMD als Favoriten, das heißt, das Tief stapeln, das ist bei FIFA genauso am Start wie bei Counter-Strike. Kimmer, was sagst du dazu? Ja, erstmal Camper, aber ja, ich sehe das ähnlich. Also Pott ist ein starker Gegner. Wir sind froh, wenn wir heute gewinnen. 11-9 wäre für uns wichtig. Das ist auch unser Ziel, und daher gehen wir heute als Sieger vom Platz. Wie ist das Gefühl für euch, auf einem Inter-Friday-Night-Game zu spielen, im Gegensatz zu einem EPS-Match im Internet? Ja, ist natürlich eine große Ehre, gerade weil FIFA nicht oft auf IFNGs vertreten ist, und daher fühlen wir uns natürlich sehr geehrt, dass wir hier Gast sein dürfen, und hoffen, dass es auch noch weitere Spiele auf EFNGs mit FIFA gibt.
Ja, das hoffen wir natürlich auch. Großen Applaus hier für beide Spieler. Nochmal ein faires Shake Hands für euch beide vor dem Match. Und wir sind gleich zurück mit Soltari und mit Frog Bender hier in dem Interfire Night Game Nummer 7 in Oberhausen. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von uns beiden auf dem 7. Inter Friday Night Game hier in Oberhausen diesmal und heute mit einem Novum, einem absoluten. Zum ersten Mal haben wir FIFA auf einem Friday Night Game außerhalb von der Messe und da brauchen wir natürlich tatkräftige Unterstützung vom absoluten Fachmann und da haben wir den Soltari mitgebracht. Ja. Ich freue mich. Wie geht's dir? Ja, gut, gut. Na, kurze, knackige Antwort von Soltari. Wir haben heute POD gegen 64AMD hier, auch direkt ein Topspiel. Wir haben den ersten gegen den fünften. Ja. Und wenn man sich das so anguckt, kann der fünfte mit dem Sieg heute auch aufschließen. Aber erstmal ganz allgemein zu FIFA auf dem Inter Friday Night Game. Du kommst ja selber aus der Community. Wie viel bedeutet das für die FIFA-Community? Ja, also für FIFA ist es natürlich eine echte Chance, sich halt weiter auch zu etablieren. Ich meine, wir spielen jetzt schon sehr lange in der Pro Series mit. Und abgesehen jetzt von den Messen und Games Convention, wo der ENC war, war halt FIFA noch nicht so oft vertreten mit der ESL zusammen. Und dementsprechend ist dieses Inter Friday Night Game halt eine richtige Chance, FIFA den Zuschauern näher zu bringen und auch zu zeigen, dass FIFA nicht nur langweiliges Rumgebolz ist, sondern halt ein Spiel, was fesseln kann, wie halt eben richtiger Fußball. Ja, man sieht es auch, die Zuschauer scheinen sich auch zu interessieren. Die Bude ist voll, kann man so sagen. Und haben wir denn heute ein Spiel, was auch mitreißen wird? Also was erwartest du von den beiden Teams? Also ich erwarte eigentlich ein sehr knappes Spiel, wie die Tabelle schon zulassen wird. Sehen wir auch, dass POD auf Platz 1 ist und AMD auf Platz 5, wobei AMD halt ein Spiel weniger hat und noch ein Nachholspiel haben gegen Team Don, die allerdings ganz unten sind und dementsprechend sind das eigentlich sichere 3 Punkte. Und deswegen wird das halt jetzt schon ein Topspiel in dem Sinne, wer jetzt erstmal oben bleibt oder wer halt jetzt nach dem Loss gucken muss. Wie sieht es demnächst aus? Denn wie gesagt, im Interview schon gehört, beide haben noch die harten Brocken vor sich. Abgesehen jetzt halt von POD, die schon 10-10 gegen SK rausgeholt haben. Was sicherlich auch nicht von schlechten Eltern war. Wenn man sieht, SK ist jetzt hier im Moment auf Platz 8. Ist auch nicht ganz so das, wo man sein wollte. Und dementsprechend wird es halt wirklich schon eine Partie, die richtungsweisend sein wird für die EPS-Finals. Ja, es geht also um die Tabellenspitze mehr oder weniger. An der Tabellenspitze in den letzten Jahren war immer MTW ATI. Zweimal in Folge haben sie die EPS gewonnen. Jetzt zuletzt hatten wir die FIFA CL, also der internationale Vergleich in FIFA. Da hat MTW überraschenderweise gegen Dignitas im Finale mit 11-9 verloren. Deutschland galt auch immer eigentlich als die FIFA-Hochburg. Also wie kann man das erklären, dass da auf einmal dann doch die Niederlage stand am Ende? Ja, wenn man das auf Europa bezieht, wo du sagst, die FIFA-Hochburg, ist es halt so, dass in Europa die Leistungsdichte in Deutschland halt mit die höchste ist. Viele, die auch jetzt hier in Italien wohnen oder so, spielen halt in der ESL International Liga. Und bei Team Dignitas haben wir einen Sonderfall. Bei Dignitas spielen viele WCG-Fahrer. Das heißt, die Top-Spieler aus dem jeweiligen Land, sei es Amerika, Großbritannien, Rumänien, Ungarn, die spielen bei Team Dignitas und somit hatte man wirklich schon ein wirklich internationales Top-Line-Up. Und dann muss man natürlich sagen, dass man da mit deutschen guten EPS-Spielern dagegen antritt. Und dementsprechend war es halt wirklich wie gewohnt eine starke Leistung von MTW, ist halt 11-9 ausgegangen, war ein knappes Ding. Und man hat aber jetzt auch gesehen, dass die internationale FIFA-Community aufgeschlossen hat mit Team Dignitas, sicherlich das stärkste Team auch, aber trotzdem wird es halt dabei bleiben, dass die deutschen Teams eigentlich die stärksten nach wie vor in Europa sind. Aber man kann schon so ein bisschen feststellen, dass FIFA auch außerhalb von Deutschland beliebter wird und auch, dass da die Leute anfangen FIFA zu spielen und dadurch eben auch mehr bessere Spieler dort zum Vorschein kommen. Ja, also außerhalb von Europa halt noch in Asien, wo du halt mit Korea auch was erzählen kannst. Ich meine, da kennen alle Warcraft 3 und Starcraft. Aber auch FIFA wird ab und an in den TV-Ligen gezeigt. Also sieht man auch da, dass da Bereitschaft ist, das zu zeigen. Und auch da wird um große Preisgelder gespielt. Aber ansonsten ist die Community in USA zum Beispiel nicht sehr groß. Aber die Community wächst stetig. Es gibt zum Beispiel den FIFA International World Cup von EA selber. Da spielt man dann auf der Xbox ein Turnier, wo man dann mit der FIFA zusammen dann die Top-Spieler Thierry Henry und so treffen kann. Also es geht aufwärts, was das angeht. Na, hört sich auf jeden Fall alles spannend an. Wir gucken mal, was da passiert. Kommen wir zurück zum Spiel von heute. POD gegen 64AMD. Wir gucken mal, was die Zuschauer denken. Fangen wir erstmal an, wer ist dein Favorit? Wen siehst du vorne? Also mein Favorit ist auf dem Papier objektiv betrachtet AMD.
Subjektiv betrachtet als Spieler von Maus würde ich natürlich wünschen, dass beide 10-10 spielen, damit die Tabellenspitze weiter spannend bleibt. Denn wie man hier auf der Tabelle sieht, sind bis Platz 8 alle nah aneinander. Es sind lediglich 5 Punkte, wobei einige noch ein Spiel weniger haben, wie hier zum Beispiel AMD oder SK. Und dementsprechend wird es wirklich ein heißer Run, wer dieses Jahr auf die Finals kommt. Ja, der Kampf um die vorderen Plätze ist schon in Brand. Wir gucken mal, was die Zuschauer denken, wer der Favorit heute Abend ist und gucken deshalb mal auf die BetOG-Quoten. Ja, und sehen da bei den Zuschauern beim Real Money Team 64 AMD der eindeutige Favorit. Ich muss sagen, ich bin ja bekannt als Experte, wenn es um Wetten geht. Ja. Ich wette regelmäßig und gewinne relativ selten. Heute habe ich mir gedacht, ich setze mal ein bisschen auf den Außenseiter, kann ich mehr gewinnen. Das war für mich Team 64 AMD als ein bisschen Laie, da sie auf Platz 5 waren und gegen den Tabellenführer spielen. Habe ich 10 Euro auf Team 64 AMD gesetzt. Ja, das heißt eigentlich, dass POD gewinnen wird, weil ich verliere ja grundsätzlich. Also diese These wurde ja in den letzten IFNGs bestätigt und dementsprechend sage ich mal so, Frog, wenn du diese Wette gewinnen solltest, kriegst du noch ein Bier von mir oben drauf. Ja, ich freue mich, weil ich bin ja Bierfan. Ne? Ein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Trailer und dann können wir eigentlich schon anfangen mit dem ersten IFNG FIFA Match. Ja. Und ja, stellen dann nochmal die Spieler vor und sehen uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder.
rechtzeitig zu den Begegnungen. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Paarungen an, die wir heute haben. Da haben wir als erstes Lexus gegen Smoove. Kannst du dazu was sagen? Ja, Lexus, sehr konstanter Spieler bei Team 64 AMD und Smoove auf der Gegenseite auch von POD. Dieses Spiel wird sehr spannend. Smoove sagt man ja in der FIFA-Szene manchmal nach, er hätte nicht den tollsten Rechner. Da wir aber jetzt LAN-Finals haben, sind halt alle gegeben, halt den gleichen heute, wird halt der bessere gewinnen. Also diese Partie würde ich meiner Meinung nach sagen, es geht so aus, dass Smoove 1 gewinnt und Lexus 1. Ja, dann als zweites haben wir Style gegen Flacke. Ist die zweite Partie, die wir heute Abend übertragen werden. Auch da kann vielleicht dein Expertenrat uns helfen. Ja, Style ist schon etwas bekannter, spielt schon lange bei Team 64 AMD, war schon auf den EPS-Finals vor 2 Seasons. Flacke, eher neuer Spieler, hat aber auch bisher sehr gute Leistungen gezeigt, war auch in der WCG-Quali sehr weit vorne dabei und dementsprechend wird auch dieses Spiel ein knappes Spiel und deswegen haben wir es ja auch wirklich als das große Finale ausgewählt. Ja, als drittes haben wir dann Marvinho gegen den Holy Devil, ja, interessanter Name. Ja, vielleicht dazu, weil es unser erstes Spiel ist heute Abend, das wir zeigen, nochmal kurz deine Tipp. Ja, Marvinho, sicherlich der bekannteste Spieler vielleicht im Lineup von 64 AMD, hat schon mit MTW die EPS gewonnen, ist dann vor 2 Seasons dann zu AMD gewechselt und hat sicherlich auch schon viel erreicht mit FIFA, vor allem in 2004. Mit 2005 war er auf der WCG Offline-Quali, während Holy Devil einfach, sagen wir mal, nicht so derjenige war, der sich halt in der Szene immer repräsentativ gezeigt hat, sondern mehr Underground war, aber trotzdem halt stetig seine Punkte geholt hat. Ja, Underground. Alles der FIFA-Underground. Ja, ist nicht so groß, die Szene. Ja, danach haben wir dann noch Kemper gegen Marcelinho und Max gegen Chucky. Ich würde sagen, wir gucken uns die Spieler einfach mal an, wie sie denn aussehen, wenn sie da oben vor ihren PCs sitzen. Schalten einfach mal hoch in den Game Room und du erklärst uns dann, wer ist. Jo. Ja, hier sehen wir den Smoove, wie schon angekündigt. Er kommt aus Schmalenberg und ist 18 Jahre jung, sieht ein bisschen hager aus, sollte vielleicht was mehr essen, vielleicht kann er sich ja vom EPS-Geld was kaufen. Der ist ja schon am Kauen wie ein Wilder. Ja, der kaut. Also ich denke schon, der Smoove, der wird heute 2 Punkte holen und dann reden wir auch nicht mehr über Essen, dann gebe ich immer was zu essen aus. Ja. Du scheinst ja heute einiges vorzuhaben an Ausgeben. Ja, ich habe mein EPS-Geld bekommen. Das kann ja nicht so viel sein bei eurem Abschneiden. Nee. Ja. Ja, wir haben hier den Flacke, wie gesagt, schon noch ein etwas neuerer Spieler bei POD. Und der sieht eigentlich ganz niedlich aus, oder? Er sieht recht friedlich aus, das ist richtig. Ja, aber ich glaube, der geht schon ab gleich im Spiel und dann sehen wir da auch richtig geiles Game von ihm gegen Style. Jetzt sind das ist der Holy Devil, der sieht auch schon recht gefährlich aus, muss ich sagen. Ja, der ist auch schon etwas älter als die anderen, hat früher mit mir Heiner festgespielt, ist eigentlich ein ganz netter und lieber Kerl, auch wenn es sein Erscheinungsbild und der Nickname nicht ganz so zulassen, aber ich denke, auch er wird heute alles daran setzen, gegen Marvinho Punkte zu holen, vor allem er ist ja auch das erste Spiel. Man hat gesehen, der ist heiß, oder? Ja, der ist heiß, aber ich glaube, der hat keinen Hunger. So, jetzt sehen wir hier Marcelinho, Teamcaptain von POD, ist nicht der stärkste Spieler im Moment in der EPS-Saison bisher, auch 17 Jahre noch recht jung, wohnt in Kerpen, wahrscheinlich das Kerpen hier in Köln und ich meine, alle Lineups sind wirklich hier sehr ausgeglichen und es kommt wirklich auf die berüchtigte Tages- und Lackform an, aber Marcelinho ist für mich einer, der mehr Punkte holt als Kemper, also der Gegenüber von ihm. Ja, kommen wir zum letzten Spieler. Chucky hat vorher bei FGP gespielt, ein Team, was abgestiegen ist aus der letzten EPS-Saison, ist dann zu POD gekommen, hat damals schon sehr gute Leistungen gezeigt, war der beste Spieler bei FGP und das war halt logisch nach dem Abstieg, dass er halt zu einem besseren Team geht. Jetzt mit POD halt sehr erfolgreich, hat einen sehr interessanten Namen, muss ich gerade sehen. 17 Jahre jung, also man sieht, der Kader ist recht jung. Ja, ist anscheinend ein Grieche, der Anastasios. Wird uns wahrscheinlich damit seinen Defensivkünsten beglücken gleich. Ja, vielleicht ein bisschen Manndeckung, ein bisschen 1-0-0 spielen und dann hinten reinstellen. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Ja, wir gucken uns noch die Spieler von 64 AMD an. Ja, hier sehen wir den Lexus. Nicht nur auf dem virtuellen Spielfeld, ein Tier, sondern auch offline. Da kann er richtig... Kommt aus Wuppertal, ganz bei mir in der Nähe. Ja, was sagst du zum Wuppertal? Ja, Wuppertal habe ich nichts mit zu tun. Okay, also Mirko, 18 Jahre jung, fast länger schon bei AMD, ist eine Bank bisher und kann auch wirklich Fußball spielen. Das heißt ja immer, FIFA-Spieler können kein Fußball spielen, das muss man leider widerlegen. Ich glaube, du spielst in der Kreisliga C, unterstreicht dieses Klischee eindrucksvoll. Danke. Man muss anmerken, der Frog hat mal Oberliga gespielt. Ja, zumindest mal auf der Bank gesessen. So, jetzt sehen wir hier Dennis Dajl-Cenkov, auch 17 Jahre, kommt aus Essen, auch hier in der Nähe. Ich meine, ich könnte ja jetzt einen Fußballspruch loslassen zu Essen, aber das lasse ich jetzt lieber. Ich weiß nicht. Ist auch besser so. Da gibt es auch schon die ersten bösen Zungen aus dem Publikum.
Also auch er, sehr konstanter Spieler, auch schon sehr lange dabei und auch immer ein Repräsentant seines eigenen Teams. Ah, sehen wir den Marvinho, 17 Jahre aus Dormagen. Der grüßt auch gerne Manette. Musste ich gerade noch mit hier hinnehmen. Der hat sogar Fans mitgebracht. Ja. Und mich Dormagen als, ist ja auch hier um die Ecke, den musste ich ja mitnehmen, weil seine Eltern ihn nicht fahren wollten. Fand ich auch ein bisschen schade. Die unterstützen ihn anscheinend noch nicht so intensiv dann. Nee, aber gut, dass wir dich haben. Ne, ist gut. 17 Jahre, auch ein sehr guter Spieler, besonders diese Saison mit 2005 oben dabei. Sollte heute eigentlich was reißen sollen. Gegen den Holy Devil. Gegen den Holy Devil. Ja. Sehen wir den Camper. Sein neuer Lieblingsspruch ist, läuft. Ich weiß leider nicht, woher das kommt. Er sagt immer, läuft zu alles und jedem. 19 Jahre, kommt aus Karlsruhe, hat einen längeren Anreiseweg als die anderen hier. Ist auch schon sehr lange dabei. Grinst. Freut sich dabei auch vor. Ja, der grinst. Ich glaube, der Camper läuft. Er sagt nichts, doch, ja, er grinst ein bisschen. Bei ihm läuft's. Bei ihm läuft's. Ja, das waren die Spieler, glaube ich. Nee, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Versteckt hinten. Nee, er kam etwas später, der Max. Der war eben noch nicht da, muss man noch ein bisschen warten. Auch 17 Jahre jung, junger Spieler, war vorher unter dem Namen Barosch bekannt, hatte mit dem Namen nicht ganz so viel Erfolg, was seine Publicity angeht, ist dann auf Max umgestiegen und seitdem läuft schon einiges besser. Ja, sind wir mal gespannt, was Barosch oder Max heute zeigen kann. Wir sehen ihn leider gar nicht. Nö. Wir sehen als erstes Marvinho gegen den Holy Devil, der mich ganz besonders beeindruckt hat, gerade bei der Spielervorstellung. Ich würde sagen, wir sind eigentlich soweit. Ja, dann werden wir jetzt das Spiel aufmachen. Wir haben sogar weg zum Novum des IFNGs mit FIFA haben wir auch jetzt die Trikots der Teams implementiert, denn durch ein Tool der FIFA-Community ist es möglich, dass man eigene Trikots erstellen kann mit zum Beispiel AMD drauf oder mit... Die haben also wirklich ihre echten Sponsoren auf ihren FIFA-Trikots. Die haben wir gerade installiert, läuft auch alles und dann können wir auch direkt unterscheiden, wer ist. Denn wir hatten ja auf den Finals manchmal das Problem, Frankreich gegen Frankreich, wer ist denn eigentlich jetzt wer? Ja, das stelle ich mir auch problematisch vor, Frankreich gegen Frankreich. Ist ja auch ein bisschen langweilig, kann man sich da nicht einigen, dass der eine Frankreich nimmt und der andere Tunesien? Ich meine, wenn du oben mitspielen würdest, würdest du dann auf eine schlechtere Mannschaft zurückgreifen deswegen? Ja, ich bin ja ein guter Spieler. Ja, ich meine, du bist Bochum-Fan, dementsprechend weiß ich ja nicht. Ja, ist doch nicht schlecht, oder? Also das letzte Mal, als ich in Oberhausen war, hat Bochum hier in Oberhausen 6-1 verloren. Das war ein ganz trauriger Tag für mich. Ja, man muss dazu sagen, zweite Liga ist ja nicht ganz so der Reißer, oder? Zweite Liga, ja, ist unglücklich gelaunt. Rede ich ganz ungern drüber, über zweite Liga. Ich habe gehört, Bremen ist Erster in der Tabelle. Erste Liga kenne ich mich nie aus. Ach so, schade. Also ihr seht, der Frog hier, eingefleischter Bochum- und Pott-Fan, er wollte euch eigentlich eben noch begrüßen mit Willkommen im Ruhrpott-Stadion. Wir sehen hier... Die Spieler, die haben... Die schwört sich ein auf die Begegnung. Das haben die von Maus geklaut, glaube ich. Also ja, zeigt auf jeden Fall, dass sie doch eine Art von Teamspirit haben, würde ich sagen. Ja, Teamspirit ist auch ganz wichtig. Ich denke mal, wenn du Fußball in der Mannschaft hast, wo sich jeder mit dem anderen nicht verträgt, dann ist das nicht gerade so fördernd auf dem Platz. Und dementsprechend ist auch in FIFA eine wichtige, gutes Verständnis innerhalb des Teams auch elementar, damit man halt wirklich auch gute Leistungen bringen kann. Weil wenn halt einer mal, so wie ich, 0 Punkte holt in der EPS bisher... Also nicht ganz null, aber keine Siege. Und da muss man halt auch mal welche haben, die einen aufbauen. Und sonst wird das schon mal etwas trauriger. Ja, scheint eine ganz traurige Figur zu sein bis jetzt. Ich bin auch eigentlich nur können Moderator. Können wir starten auf, oder? Ja, wir warten jetzt hier noch auf die beiden Spieler, die in das unser Spiel kommen sollten. Die schwören sich anscheinend noch ein bisschen ein. Ja, bereiten sich vor. Was hast du so für, wie nennt man das? Immer wiederkehrende Rituale, genau. Ja, ich höre vor jedem EPS-Spiel ein Orchesterstück von Mozart. Ja. Eine kleine Nachtmusik und dann warte ich gespannt auf meine Niederlage. Also das muss sein, ansonsten kannst, ich meine, du gewinnst ja sowieso nicht, aber dann würdest du noch trauriger. Erst recht nichts reisen können. Ja, ich brauche so einen kleinen Ansporn. Ansonsten, bisschen theatralisch, finde ich. Ja, sicher, muss ja auch stilvoll zugrunde gehen. Ja. Okay, ist ein Argument. Ja, ansonsten haben wir beim Ausbruch auch so einen Team-Spirit, wo wir uns dann auch einschwören, haben wir so einen Spruch. Wir machen das Spiel nochmal eben neu auf. Machen wir nochmal neu auf, wird gesagt. Technische Probleme, aber da es ja das erste Mal ist heute, dass wir FIFA auf dem Interplay Night Game haben, wird das wahrscheinlich verziehen werden. Ja, wir hatten auf der ENC 3-mal den FIFA-Neustart, dann hat es auch wunderbar geklappt, also es klappt schon. Ja, wenn wir jetzt noch bis zum 3. Neustart irgendwas hier erzählen müssen, dann wird der Raum wahrscheinlich leer sein. Ja, ansonsten lässt du einfach ein paar coole Witze los oder erzählst von deinen verlorenen Wetten. Ah, nee, da... Ja, wir...
So, ja, was können wir noch sagen dazu? Zum Partie vielleicht noch ein bisschen was? Ja, also wie gesagt, also die Tabellensituation im Moment ist halt wirklich so, dass jeder in der EPS mit FIFA 2005 ohne dem Feature Off the Ball, was das ist, werde ich gleich im Spiel sagen, sehr ausgeglichen sind. Die Leistungsdichte war mit diesem Feature schon sehr hoch, sodass wirklich auch mal, sagen wir mal, ein Außenseiter was reißen konnte. Und dieses ist halt jetzt noch, ja, man hat es auch eben in der Tabelle gesehen, bis Platz 8 ist noch alles drin. Ja, also das hat wirklich elementare Veränderungen mit sich gebracht, glaube ich, dieses Off-the-Ball-Abschaffen. Ja. Und ich habe gehört, das wurde auch lange, lange kritisiert. Wie hat sich das letztendlich durchgesetzt? Ja, es war halt so, dass FIFA mit Off-the-Ball langweilig erschien, weil es gab halt einen bestimmten langen Ball, wodurch man immer bei der Abwehr durch war, sodass man halt direkt die Flanke schlagen konnte. Dann kam es halt wirklich nur darauf an, wer ist einfach nervenstärker mit der Flanke und nicht, wer kann besser spielen. Und dann hat man das halt auf die World Cyber Games abgeschafft. Dann hat man es bei Giga abgeschafft und dann letztendlich auch in der EPS für die neue Season. Und seitdem spielen wir halt ohne und es war eigentlich bisher immer recht spannend, muss ich sagen. Und man sieht auch jetzt wieder Spieler, die durch die Mitte kommen, wo gekontert wird. Also es ist wirklich vielseitiger geworden. Und man muss halt sagen, dass halt die Spannung einfach weiter geprägt wird. Ja, das fand ich bei FIFA auch mal recht langweilig, wenn ich mit Kumpels irgendwie zu Hause gespielt habe. Irgendwann hatte man den Dreh raus und dann machte man immer wieder das gleiche Tor. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja, jetzt fehlt im Moment noch der Marvinho. Ah, da ist er, ja. Ja, jetzt Marvinho. Sind endlich alle da und wir können anfangen, würde ich sagen. Du gibst noch die letzten Anweisungen. Ja, es ist immer so, dass man gucken muss, ob die Maus da ist, ansonsten stürzt das Spiel wieder ab. So ein kleiner Fehler. Ich hoffe, jetzt stürzt hier gar nichts mehr ab und wir können einfach noch entspannt auf Start drücken. Ja, sage ich mal einfach good luck, have fun, fair play und so, ne? Ach, fair play sagt man bei FIFA auch. Normalerweise sagt man ja immer good game noch, bei Warcraft 3 zumindest. Es klappt auch. Und bitte daran denken, liebe Spieler, die Heimmannschaften auswählen. Wir haben extra für euch die Trikots installiert. So, die haben wir jetzt hier ausgewählt. Dann gehen wir auch mal auf Enter. Jetzt sehen wir hier den Mannschaftsauswählen-Screen. Wir sehen hier Arsenal London auf der Seite von Holy Devil und gleich Frankreich auf der Seite von Marvinho. Ja, such noch ein bisschen. Wir suchen noch ein bisschen. Ja, wo ist er denn? Da ist er, ja. Wunderbar. Bitte, der Marvinho hat jetzt das Gasttrikot genommen. Ich weiß nicht, ob das so intelligent war. Da sehen wir halt nur ein Trikot. Schade für AMD. Also ich meine, wir haben jetzt extra die Trikots hier installiert, damit die Unterscheidung halt direkt einfach fällt. Ich hoffe, dass es trotz alledem geklappt hat. Ansonsten wir sehen jetzt hier noch gerade die taktischen Einstellungen. Ein bisschen ist es so entscheidend. Also ich habe immer einfach auf Start gedrückt. Also die Taktik ist wirklich sehr wichtig. Ich sag mal so, bei einer Dreier-Abwehrkette ist es so, dass man sehr gut auf die Außen spielen kann, aber sehr schlicht durch die Mitte, weil die da sehr dicht gestaffelt ist. Hat man zum Beispiel eine Vierer-Abwehrkette, hat man hinten wieder ein Loch, wodurch man so einen langen Ball schlagen kann, den wir sicherlich gleich sehen werden. Das werde ich dann genauer erklären. Und bei Fünfer-Abwehrkette ist es so, dass man außen super kompakt steht, aber wenn man einen hat, der sehr gut durch die Mitte spielen kann, dann hat man da die goldene Arschkarte gezogen, um es ganz auszudrücken. Wir sehen jetzt hier das Trikot von POD in Grau. Also wie gesagt, wie angekündigt, wir haben es geschafft, eigene Trikots der Teams einzufügen. Und ich denke, es gibt erstmal einen dicken Applaus für die beiden Spieler hier als Motivation. AMD in den grünen Trikots und POD in den grauen Trikots. Jetzt sehen wir hier noch die Kameraeinstellungen natürlich auf Seitenlinie, weil man da einfach den besten Überblick hat. Und jetzt wird der Ball noch zurückgegeben vom Marvinho und dann gehen wir auch direkt hier rein in die Partie. So, sind jetzt hier im Spielaufbau, sehen den Holy Devil von oben nach unten spielen. Jetzt sehen wir auch direkt hier den langen Ball, habt ihr gesehen, auf dem Radar unten. Ja, da haben sie hinten nicht aufgepasst, sieht mir so aus. Ja, da kommt auch direkt die Flanke, aber hier etwas zu weit und erstmal Ballbesitz für Marvinho. Nein, doch nicht. Aber leichtfertig wieder abgegeben, den Ball. Ja, da wartet er jetzt, da kommt die Flanke direkt aufs Tor. Was war das denn? Außennetz, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. Da muss man auch mal was riskieren. Also dritte Spielminute, erste Flanke von Holy Devil daneben gesetzt. Ballbesitz jetzt für Marvinho auf der unteren Seite. Spielt er jetzt hier erstmal in die Mitte auf. Boah, hier, was macht er? Spielt hier auf die Außen oder geht durch die Mitte? Spielt hier auf die Außen, ist am 16er. Müsste jetzt hier langsam flanken, aber hier schön geblockt von Holy Devil. Gerade noch von der Seitenlinie gekratzt. Ja, Ast rein gemacht, aber auch vorher schön kombiniert, muss man sagen, von Marvinho. Ja, hat hier aber schon gewartet, ob das außen frei ist. Das ist immer, glaube ich, die entscheidende Situation, ob man dann die Flanke blocken kann oder ob die Flanke eben reinkommt, glaube ich. Ja. Wir sehen jetzt hier Holy Devil mit der Finte, müsste jetzt flanken, aber ich glaube, das war abseits. Nein, auch schöner Kopfball hier. Klasse, ans Lattenkreuz, schöne Parade hier. Nochmal einen fetten Applaus für den Holy Devil direkt. Wir müssen natürlich weiter so motivieren. Hans Schösing, aber jetzt die Ecke. Da kommt die Ecke, Kopfball, vielleicht nochmal nachsetzen. Der Torwart scheint eine Katze zu sein, er fischt hier alles raus. Ja, jetzt hier, erstmal Konter von Marvinho, ist hier im Unterzahlspiel, wartet, ist jetzt hier unten mit Platz auf der Seite, man sieht das schön, er legt sich den Ball vor. Jetzt hier ein schöner, langer Ball, da kommt der Kopfball und hier super gehalten. Also, ja, wie kann er denn da zum Kopfball kommen? Das ist FIFA.
Jetzt sehen wir hier die Ecke von Marvinho. Vielleicht für ihn im Gegenzug die Chance. Hat den Ball. Nein, hier schön abgewehrt von Holy Devil. Und hier fette Grätsche, aber faul. Ja, eindeutiges Foul von hinten in die Beine. Also da kann er froh sein, dass er nicht gelb gekriegt hat. Ja, es gibt ja auch Spiele, da gibt man mal eine gelb-rote und rote Karte. Ist auch schon alles passiert. Das soll vorkommen beim Fußball, habe ich auch gehört. Das soll auch bei FIFA vorkommen, auch wenn es nicht so auf den ersten Blick möglich erscheint. Wenn man hinten den Torwart umtritt, kriegt man immer rot. Ja. Das hat so, die Erfahrung habe ich gemacht. Grätsche von Holy Devil, schön den Ball geklaut von Marvinho. 15. Spielminute jetzt hier. Konterspiel von ihm, legt sich hier den Ball vor. Marvinho kommt nicht hinterher, hat jetzt hier Platz zu flanken. Legt jetzt hier den Ball etwas vor. Nein, dreht sich hier nochmal Finte, da kommt der Kopfball, aber hier abseits. Abseits ja. Und raus. Habe ich hier anders gesehen, ehrlich gesagt. Ja, Fehlentscheidung. Wir müssen auch, glaube ich, gleich den Game-Sound anmachen. Ah. Gleich im Rematch zwischen dann mal zwischen Style und Flak. Aber jetzt erstmal hier weiter die Partie von Marvinho gegen Holy Devil. Jetzt hier wieder Holy Devil, vielleicht durch die Mitte. Der Warte hat hier schön spielen wollen. Nochmal der Versuch, ja, immer noch am Ball. Abziehen. Aber warum schießt er da nicht mal? Also wenn man von da aus schießt, ist die Möglichkeit, dass es ein direktes Tor gibt, sehr gering. Aber meistens gibt es halt einen Abklatscher, sodass man eine Ecke hat, um ein Tor zu schießen. Aber jetzt hier, Holy Devil wollte wieder einen langen Ball spielen, hat Marvinho nicht damit gerechnet, dass er den Ball bekommt und somit wieder Ballbesitz für Holy Devil. Läuft jetzt hier auf der unteren Seite. Wieder, ja, wie eben angekündigt, lange Ball auf die Außen, weil die Vierabwehr hatte halt ein Loch. Könnte jetzt noch flanken, das macht er. Spielt er quer, aber in die Arme des Torwarts. Ich meine, dicke Chance hier vergeben. Ja, also den muss er machen eigentlich, oder? Ja, das war eigentlich schon eine 100%ige. Hätte noch einmal querlegen müssen, nochmal in die Mitte, weil war ja noch einer frei und dann wäre die Kirsche auch schon drin gewesen. Ja, dafür hätten sie mir die Augen verbinden können, den hätte ich geknipst. Hättest du ihn wieder eiskalt gemacht, Frog? Ja, sicherlich. Würdest du drum wetten? Jederzeit. Jetzt hier Freistoßmöglichkeit für Holy Devil, aber keine Möglichkeit direkt aufs Tor zu schießen. Somit nur an den Rand des 16ers, aber hier geklärt von Marvinho. Das Spiel ist etwas verfahren im Moment. Wir sehen hier Konter auf Konter. Vielleicht jetzt hier die Möglichkeit im Konterspiel. Ja, da muss er mal gucken. Ja, da ist er doch außen. Da kommt die Flanke. Reingelaufen, aber hier ganz knapp noch geblockt von dem Holy, der jetzt hier nicht auf... Ja, was ist das denn? Zeitspiel. Taktisches Foul nennt sich das, glaube ich. Taktisches Foul. Einfach am Trikot ziehen. Ganz klar, gelb gibt es auch für Trezeguet. Da ist der Game Sound. Ich höre den Game Sound. Vielleicht können wir ihn noch etwas lauter machen. Ganz seicht, aber jetzt... Wieder am 16er. Könnte jetzt flanken. Da kommt die Flanke rein. Aber hier wieder geblockt von Marvinho. Somit wieder Ecke für Marvinho. Steht hier immer noch 0:0. Ist eigentlich relativ torarm, oder? Für ein FIFA-Match. Ja, schon. Starke Torhüterleistung heute. Ja, oder schwache Stürmerleistung. Jetzt hier vielleicht ja, die Möglichkeit zu da? Schießen. Müsste reingehen. Tor 1:0 hier. Holy Devil. Schön. Einfach mit dem Vieira. Eigentlich Abwehrspieler. Er hat aber seine Stürmerqualitäten zum Besten gegeben. Ja, wunderbar gemacht. Vorher aber krasser Abwehrfehler, oder? Ja, das den ist den halt muss er doch wegkloppen. Manchmal geht es nicht so, wie man es gerne hätte. Ja, stimmt. Die Erfahrung hast du auch schon. In der Kreisliga hat man diese Erfahrung, dass man auch manchmal ein Pass einfach so zum Torwart geht. Oder bestes Beispiel, Torwartfehler. Jetzt Fenerbahce gegen Schalke. Der Volkan wollte ja mal ein bisschen daneben treten. Ja, passiert dem Besten. Ne? So, jetzt hier Flanke von Marvinho, aber leider etwas zu weit in den Strafraum rein. Somit keine Möglichkeit für seinen Stürmer ranzukommen. Und jetzt wieder Ballbesitz auf der Seite von Holy Devil, der übrigens mit Arsenal London spielt, was man heutzutage nicht mehr so oft sieht. Jetzt wieder hier mit dem langen Ball auf die Außen. Hat Marvinho kein schön Rezept angenommen. Müsste jetzt nochmal querlegen. Da kommt die Flanke. Oh, schön hier von Marvinho. Torwart rausgeholt. Es gibt auch mal einen Weckenapplaus für den Marvinho hier als Motivation. Ich meine, super gemacht von ihm. Ja, jetzt der Konter läuft schon. Ja, und dann muss er abspielen einfach. War eine schöne Grätsche. Aber dann muss er vorher abspielen und dann ist ja die Überzahlsituation. Da muss man auch mal kritisch analysieren. So, wieder hier in die Mitte. Vielleicht die Möglichkeit, aber gerade noch so geklärt. Marvinho, der spielt jetzt hier sehr schnell nach vorne, möchte halt nicht den Spielaufbau abwarten, sondern möchte direkt das Ding knallen. Kommt jetzt die Flanke, schön vorgelegt. Vor der Halbzeit, ganz wichtig wäre das jetzt noch, der Ausgleich, oder? Psychologisch. Ja, also ich bin einer, der immer in der Halbzeit das Tor reinkriegt. Zur 45. Minute kannst du eigentlich mit rechnen, dass ich noch eine Bude reinkriege. Aber jetzt hier, Fehler von Holy Devil und vielleicht die Möglichkeit, mal Marvinho Kapital zu schlagen. Er hat jetzt hier Platz, legt nochmal quer, Flanke wieder geblockt von Holy Devil. Der kommt hier nicht Richtung zum Zug draußen, vielleicht ja. Was anderes überlegen, oder? Holy scheint defensiv ganz schön stark zu sein. Er blockt fast alle Flanken ab. Macht einen aggressiven Eindruck. Ja, jetzt hier wieder Platz auf den Außen. Was macht er? Läuft hier rein, wartet noch ein kleines bisschen, legt sich vor. Da kommt die Flanke, aber da stand keiner. Was soll das? Da stand keiner, haben die Stürmer keinen so richtigen Torriecher, habe ich das Gefühl. Ja, sind halt nicht alle so gut wie der Klose. Ja, der Klose, der ist sensationell auch. Schönen Salto kann er.
aber nur wenn er nicht müde ist. Und weil jetzt hier wieder der lange Ball von Holiday, der sieht halt, dass die Abwehr von Marvinho hinten schlecht steht. Ja, wir sind schon in der Nachspielzeit. Also jetzt hier vielleicht, ganz knappe Kiste hier. Jetzt erstmal wieder nochmal die Kontermöglichkeit, nochmal vielleicht letzte Möglichkeit. Aber hier, Chance für Holy Devil, doch nochmal ganz unerwartet hier, vielleicht eine weite Flanke aus dem Raum hinein. Da kommt die Flanke, Kopfball aber hier schön geblockt, aber immer noch im Ballbesitz. Ja, Mann, also, der Schiri, wieso pfeift er nie ab? Er spielt jetzt schon seit 5 Minuten über der Zeit. Jetzt immer noch hier Möglichkeit für Marvinho, vielleicht ein Weitschuss. Oh, böses Foul, das ist eine gute Möglichkeit, von da einzulochen. Ja, ist das wirklich eine gute Freistoßsituation? Ja. Er visiert auch direkt eiskalt den Winkel an. Hat ein gutes Timing da unten, habe ich noch nie geschafft ins Grüne. Und abgewehrt. Jetzt hier, läuft in die Ecke rein, wird geblockt, kriegt den Kopfball nicht hier noch schön. Jetzt Ballbesitz. Hat ihn. Jetzt gibt es aber hier, glaube ich, was endlich macht mal. Der denn da? Was macht der denn hier? Warum gibt er den Ball da wieder so zurück? Leichtsinnig. Leichtsinnig, aber jetzt soll es in die Halbzeitpause gehen, wo wir dann resümieren können. Ich dachte schon, er will jetzt mit dem Torwart rausrennen. Das macht man immer, wenn man 5-0 führt. Jetzt haben wir hier 1-0 für Holy Devil, erste Partie am heutigen Abend. Also die Stimmung, der Kessel kocht, der Kessel kocht. Ja, war ja auch ein interessantes Spiel gegen Rauf und Runter. Also klar, dass da Stimmung aufkommt. Wie geht's jetzt weiter? Wir sehen jetzt die zweite Halbzeit. Wir sehen die zweite Halbzeit. Es steht immer noch 1-0 für Holy Devil, wären schon mal 2 Punkte für POD. Um das kurz zu erklären, es gibt 5-1 gegen 1 Paarungen, jeweils mit Hin- und Rückspiel. Heißt, summa summarum für Sieg 2 Punkte, für Unentschieden 1 Punkt, 20 zu vergebene Punkte. Und wenn Holy hier gewinnen würde, würde es schon mal 2 Punkte für POD geben. Und gegen Marvinho ist das schon mal gar nicht schlecht. Ja, ich bin mal gespannt, was der Trainer Marvinho in der Halbzeit noch so mit auf den Weg gegeben hat. Jetzt hier wieder der lange Ball, da muss er eigentlich aufpassen. Der Marvinho hat vielleicht Glück, dass er etwas zu weit ist. Die Abwehrmöglichkeiten für diese langen Bälle und für alle, die vielleicht auch FIFA spielen, Torwart rausholen. Wenn der Ball, wenn man sieht, der lange Ball kommt nach aufs Tor zu, holt man den Torwart raus, den dann eiskalt wegtritt. Braucht man aber ein gutes Timing, ne? Weil sonst läuft der Torwart da irgendwie 20 Meter vom Tor rum und, ja, und der andere kriegt den Ball. Ist auch noch essentiell, dass man auf das Radar guckt, was hier auch unten schön eingeblendet sieht, weil man halt immer sieht, wo ist der Spieler, wo ist er jetzt frei. Aber jetzt hier die Möglichkeit für Marvinho, der will jetzt hier natürlich auch echt mal die Bude machen, aber wieder Kopfballduell verloren, der ist ein bisschen ideenlos, glaube ich. Ja, immer wieder, da kommt die Flanke rein, immer wieder steht Holy Devil sicher da. Vielleicht sollte er von 4-3-1-2 umwechseln auf eine andere Abwehr, aber jetzt hier vielleicht die Chance in die Mitte des Spiels. 3 gegen 3, ja, wo bleibt denn die Flanke? Da kommt die Flanke und Tor! 2-0 hier! Eiskalt ist er, der Thierry. Eiskalte Kiste. Ja, astrein gemacht vom Holy. So, wie gesagt, Marvinho stellt die Abwehr jetzt um, sieht, dass er gegen die langen Bälle nicht die Chance hat, beziehungsweise im Mittelfeld halt keine Schnitte kriegt. Also, taktische Umstellung quasi. Jetzt auf 4-3-3, was meiner Meinung nach nicht die beste Umstellung ist, denn 4-3-3 hat man immer noch das Loch hinten drin und er muss natürlich jetzt schon hier die 3 Kirschen reinsetzen, damit er hier noch einen Sieg holt oder mindestens 2 von unentschieden. Man sieht jetzt das hier, wird schwierig, aber drin ist es allemal noch. Ja, aber wie siehst du mal gerade wieder gesehen, er hat umgestellt und trotzdem kommt er so gut durch auf den Außen, obwohl er jetzt gerade Glück hatte, dass sich der gute Henri etwas zu lange gedreht hat. Jetzt hier wieder Ballverlust von Marvinho. Er hat jetzt wieder den Ball erkämpft, der Holy Devil. Wartet hier auf den Außen, bis die Spieler sich wieder formiert haben. Macht jetzt hier einen langen Ball, aber jetzt hier Ballverlust. Jetzt hier 3-2 Situation für Marvinho, aber wieder leichtfertig vertan von ihm. Ja, Holy scheint ein bisschen wacher zu sein. Ist immer eher die entscheidende Sekunde eher am Ball. Schöner, langer Ball wieder auf die Außen. Da muss eigentlich jetzt die Chance kommen. Da kommt die Flanke, aber wieder zu weit weg. Sollte vielleicht mehr auf das Radar gucken, wie weit er denn aufladen muss, um zu gucken, ist der Spieler jetzt etwas weiter weg? Muss ich mehr aufladen oder etwas anderes. Gehen die Flanken nicht immer automatisch zum Mann? Nein. Nicht? Oh. Wenn du weniger auflädst, kommt die Flanke auch weniger geflogen. Aber jetzt hier, Marvinho vielleicht mal durch die Mitte. Könnte querlegen oder was macht der? Flanke rein, aber hier ideenlos einfach mal reingekloppt und nichts geholt. Ja, nichts geholt. Sollte vielleicht mal nochmal 1-gegen-1 suchen. Oder ist das Dribbling ist schwierig, glaube ich, Dribbling oder? Ist schwierig, aber machbar. Also abseits, da muss er raus, ja. Schießen jetzt vielleicht, legt nochmal quer. Oh, böses Foul. Gibt das ein Elfmeter? Ich sag unten rechts. Ich sag links, unten. Hat der Frog wieder verloren. Hat der verdammte Frog Axt. Ja, 3-0 und die Vorentscheidung, würde ich sagen, oder? 3-0, 65. Minute. Ich würde sagen, wenn du jetzt nicht bis zur 70., sagen wir mal 75. den Anschlusstreffer schafft, ist die Partie gegessen. Und jetzt Holy Devil geht hier eiskalt durch wie Butter.
Marvinho wirklich sehr idiotisch. Ich habe da noch eine Frage jetzt mal zu dem Elfmeter. Da war doch, ging man bestimmt nicht mit rechten Dingen zu. Also da ist doch bestimmt in der FIFA-Community ist halt klar, dass der ihn da unten rechts hinschießt, oder? Nee, also es ist halt die Eigenart, nach unten rechts zu schießen. Zumal jetzt erstmal die Chance für Marvinho, aber hier ja, abgeklatscht. Gar nichts geht da, gar nichts. Gar nichts geht da. Wenn man mit Thierry Henry etwas ins Rote auflädt, geht der Elfmeter in 99% der Fälle rein. Somit ist die Ecke eigentlich irrelevant und die meisten ziehen dann einfach nach rechts. Frag mich nicht, warum. Ah, also wollte sie mich reinreiten quasi. Wolltest du, dass ich was Falsches sage? Frog, du hast so oft verloren, dann kommt es auf das eine oder andere Mal auch nicht mehr an. Oh, aber ich könnte vielleicht, du wirst ja auch immer aufgebaut, ich könnte auch mal ein bisschen Balsam für die Seele gebrauchen. Ja, ich helfe dir daher bei. Im zweiten Spiel. Auf jeden Fall jetzt hier, 71. Spielminute, Marvinho im Liga 3-0 hinten, es wirkt sehr ideenlos, muss er jetzt gucken, vielleicht jetzt die Möglichkeit eine Ecke rauszuholen oder eine Flanke, läuft hier auf die Außen, da kommt jetzt die Flanke, da kommt die rein, wieder Kopfballduell verloren, also ja, jetzt nochmal Nachschussmöglichkeit. Noch aber da wartet ja, er zu lange und er hat keine Ecke. Warum schießt er nicht? Freie Schussbahn? Doch eine Ecke, lag ich jetzt falsch. Das Ehrentor würde ich ihm aber noch gönnen. Ja, wäre auch ein bisschen spannender für die Zuschauer, würde ich sagen. Aber hier schlechte Ecke, muss man sagen. Nicht mal ein Kopfballduell. Die fischt sogar Lehmann runter, die Ecke. Ja, ist schon traurig eigentlich, oder? Auf jeden Fall Holy Devil jetzt hier, 2 gegen 3 Situation. Wieder Freigespieler auf den Außen. Hat sich den Ball nochmal zurückgekämpft, aber der geht ins Aus. Somit Abstoß. Ja, doch nicht Abstoß. Ecke aus. Ist ja. Das ist ja Kreisliga C-Spieler, hat kein Auge für sowas. Ja, das tut mir leid. Jetzt hier die Ecke von Holy Devil. Die ist ja, der noch muss heiß rein. Und 4-0, ja. Das ist ja schon eiskalt, oder? Jede ja, Chance ein Tor. Super Tor, fand ich. Also schön nochmal quergelegt, schön nochmal geguckt, nicht draufgebolzt einfach. Ja, und jetzt kann man sagen, die Kirsche ist gegessen, das Spiel ist vorbei, denn 4-0 holt er nicht mehr auf. Und nicht, wenn man so die Chancen vertut. Das ist eigentlich schon, hätte ich mal Vinio stärker eingeschätzt in dem ersten Spiel. Ich hätte gedacht, knapp ist 4-3 oder ein 3-2 wäre drin gewesen. Aber keine sehr deutliche 4-0-Schlappe. Man sieht auch wirklich, dass er absolut keine Anteile am Spiel hat. Jetzt so vielleicht noch das 5-0 nochmal querlegende Runde. Ja, kommt die Flanke. Aber immer noch am Ball hier. Müsste sich vielleicht nochmal drehen. Nein, flankt direkt. Aber jetzt Ballbesitz für mal Vinio vielleicht ja, die Möglichkeit. Böse weggetreten in diesem Moment, dass der Schiri das nie gesehen hat. Also war schon ein dreistes Ding, aber vielleicht das Ehrentor für Marvinho, trickst jetzt hier ein bisschen rum, könnte vielleicht schießen jetzt für eine Ecke. Schieß doch einfach mal drauf. Traut er sich nicht. Legt nochmal nach hinten quer. Hat nicht genug Selbstvertrauen. Warte, würde vielleicht mal schießen. Möchte jetzt auf die Außen, müsste sich jetzt drehen oder flanken. Dann kommt die Flanke, Kopfballduell, aber wieder verloren. Jetzt mal der Nachschuss. Immer noch nicht und abseits. Also, was sie in den nächsten Wochen trainieren müssen, ist eindeutig, oder? Also, die Kopfballschwäche ist ja eklatant bei Marvinho. Ich sag mal so, er kommt einfach nicht zu seinem gewohnten Spiel. Er kommt auf den Außen nicht durch und wenn er durchkommt, verliert er wirklich immer das Kopfballduell. Und jetzt hier Holy Devil mit der Flanke. Ja, 15-0 die Bude. Also, da steigt er ja gar nicht mit hoch. Ist schon krasse Sache in meinen Augen, denn 5-0 ist schon ein harter Tobak. Ja, sieht man eine ordentliche und Klatsche. Da läuft auch gar nichts. Man läuft einfach nichts. Ja. Holy Devil spielt sich in Rausch. Ich glaube, der macht jetzt auch das 6-0. Ja, könnte ich mir kommt auch vorstellen. Kommt die Flanke, aber jetzt hier geblockt vom Torwart. Endlich mal vom Marvinho den Torwart rausgeholt. Ja, aber da, was ist das denn? Glück. 6-0? Nein, knappe Bude von Vieira. Ich meine, ist ja auch Abwehrspieler. Aber was macht der da? Ja, ich glaube, der hat jetzt erstmal keinen Bock mehr auf das erste Spiel. Und guckt lieber, was er noch jetzt so rausfinden kann. Und so gucken, wie das hier weiterläuft. Jetzt vielleicht mal die Einschussmöglichkeit, um sich mal was zu trauen. Ja, möchte auch aber querlegen. Verzendelt, also die Bude ist weg. Ja, also offensiv wie defensiv eine katastrophale Leistung. Hinten ja, verliert er hier. Ja, da ist es aus. 5-0, POD Holy Devil gegen 64 AMD Marvinho. Und das Fazit ist eigentlich recht kurz und vernichtend. Schwaches Spiel von Marvinho, top aufgespielt von Holy Devil, eiskalt die Chance genutzt und keine Möglichkeit. Ja, ich wollte ja gerade zum Schluss auch nochmal ordentlich in die Kritik gehen mit Marvinho, also hinten. Jedes Kopfballduell verloren. Wir sehen auch da hier ging gar nichts in der Abwehr. Die schwache Bilanz, Schüsse aufs Tor. Ein mickriges Schüsslein. Ein mickriges Ding von Marvinho. 5 Fouls, Frustfouls vielleicht. Ja. Und der Ballbesitz war auch nicht sehr hoch. Also eiskalt in die Niederlage. Ja, hochverdienter Sieg auf jeden Fall. Für den guten Holy Devil. Ja. Wir werden dann gleich auch die Ergebnisse vom Medi erfahren. Und währenddessen machen wir uns schon mal bereit für die nächste Partie, das wird dann sein Style gegen Flacke, wobei ich jetzt erstmal noch neue Trikots laden muss. Etwas du machst das schon. Ja, zum Spiel gerade hast du das so erwartet, dass der gute Marvinho da so einen übergebraten kriegt. Nee, wie gesagt, ich bin eigentlich sehr überrascht, dass es wirklich erstmal eine Niederlage war für ihn.
dann in dieser Art und Weise und dass er sich wirklich so schwach präsentiert hat. Wenn er jetzt einfach mal die Dinger an den Pfosten gesetzt hätte, wo noch ein bisschen Verständnis da gewesen wäre, okay. Aber das war einfach nur eine Katastrophe, die eigentlich nicht sein darf, nicht in einem solch besonderen Spiel. Ja, man muss aber sagen, Marvinho, ganz schönes Eigentor geschossen. Das war doch, glaube ich, Marvinho, den wir vorher im Interview hatten. Und er hat doch gesagt... Wir hatten Kemper im Interview. Wir hatten Kemper. Verzeihung. Wir kriegen gerade das Signal ab zum Medi für euch die Zwischenergebnisse. So, ich hab's mir drauf und ich bin in einem sehr lauten und sehr heiß diskutierenden Game Room bei Team 64 und ich habe ein paar Ergebnisse für euch. Das 7:2, nee, das 5:0 habt ihr ja gesehen von Marvinho, verloren hat er. Sehr hohe Ergebnisse gab es auch in Spielen von dem Smu und dem Flacke. Die haben jeweils 7:2 gewonnen gegen ihre Gegner. Das heißt einmal Lexus abgeklatscht mit 7:2 und den Stahl auch mit 7:2. Dann gab es Unentschieden zwischen dem Marcelinho und dem Kemper, 3:3. Und das letzte Spiel, das hat der Max noch ein bisschen die Ehre gerettet für sein Team. Wir sehen, er freut sich auch ein bisschen, kam zu spät, aber hat es dann nochmal gerettet für sein Team. 4:2 gewinnt er also. Also jetzt ist Team 64 hier ganz deutlich unter Zugzwang, aber die Motivation ist da. Ich schaue in die Gesichter. Ja, sind ein bisschen angestrengt, aber ich glaube, in der Rückrunde wollen sie dann nochmal 8 bis 10 Punkte holen. Ich gebe wieder ab an die Moderation. Ja, wir sind wieder zurück, Ergebnisse mitbekommen. Wir werden jetzt gleich einen kurzen Trailer einspielen, weil wir hier noch die neuen Trikots laden müssen für die nächste Partie, die sein wird. Style gegen Flacke. Und wir werden dann gleich Style mit Manchester United und Flacke mit Frankreich sehen. Thank you.
da sind wir wieder. Zur zweiten Hälfte von POD gegen 64AMD. Und für unseren Experten Solitari überraschend, POD führt deutlich mit 7:3. Ja, also wir haben jetzt einen 7:3 Stand für POD. Und das Erschreckende meiner Meinung nach ist auch die Deutlichkeit der Ergebnisse. Ich lese mal kurz vor. Lexus gegen Smooth. 7:2 für Smooth, also richtige Klatsche für Lexus. Dann die Partie, die wir jetzt zeigen, Hinspiel, Style gegen Flacke, ebenfalls eine 7:2 Klatsche für Style, macht schon mal 4:0 für POD. Das Spiel gerade gesehen, 5:0 putzt der Holy Devil hier einfach den Malvinio weg vom Platz, 6:0. Camper holt ein 3:3 gegen Marcelinho raus, macht dann 7:1 und der Max hier holt her die einzigen Sieg mit 4:2, ja, noch recht knapp. Der Max hält sein Team also noch im Spiel, also noch ist alles drin eigentlich. Ja, also ich denke mal, wenn jetzt vielleicht besprochen worden ist, woran es lag innerhalb des Teams, nach dem Motto, Marvin, guck mal hier, Viererabwehr, hast ein Problem mit gehabt, stell doch mal um, dann könnte es noch was geben. Ich meine, ich wünsche mir natürlich ein 10-10, das wäre auch spannender für alle anderen. Wenn POD jetzt gewinnt, sind sie erstmal unangefochten Erster. Da kann SK nichts mehr drehen und auch AMD nichts mehr drehen. Die müssen dann zusehen, dass sie halt gegen Don den Anschluss nicht verlieren. Denn dieses Spiel ist, wie gesagt, schon richtungsweisend. Und wir gehen dann auch jetzt direkt hier in das zweite Spiel. Wir haben jetzt hier alles vorbereitet, sollten auch gleich wieder die Trikots sehen. Style wird mit Manchester United spielen und Flacke ebenfalls mit Frankreich, wie Marvinho eben. Manchester United, was hat das für einen Vorteil? Ich meine, Arsenal und Frankreich ist klar. Da ist der Vorteil Henri, denke ich mal. Was ist bei Manu der Vorteil? Manu insgesamt ausgeglichener als Frankreich. Ja, hat eine bessere Abwehr, hat auch bessere Abwehrspieler und die Stürmer sind im Allgemeinen auch kopfballstärker. Man hat ja auch gesehen, dass viele Tore über die Mitte kamen und dementsprechend Manu eine gute Wahl. Und Frankreich ist, sagen wir meiner Meinung nach, das 0815-Team. Also 90%, sage ich mal, spielen mit Frankreich, dann mit Spanien, dann kommt Manu und dann kommt Arsenal. Und das war es eigentlich auch schon, was der Pool so hergibt. Ja, dann doch ein bisschen überraschend, dass Holy Devil mit Arsenal gerade so aufgedreht hat. Ja, ich meine, Arsenal ist eine gute Mannschaft, spiele ich auch mit, obwohl ich keine Siege damit hole, ist das eine gute Mannschaft. Und wir gehen auch jetzt direkt ins Spiel hier rein. Ja, Settings sind auch okay, der liebe Herr Style. Das haben wir alle schon geguckt. Da sehen wir den, den Flacke, sehen wir da. Den Jungen, den Flacke. Den jungen Flacke. Der freut sich, er hat gerade den Style ordentlich weggebratzt, würde ich sagen. 7:2. Jo, und dann gehen wir auch jetzt rein in die Partie, wünschen Ihnen noch Glück, Luck, have fun und dann rein in die Bude. Gehen wir mal hier ins Stadion rein, bestätigen dies, gehen in das Mannschaftsmenü und sehen jetzt hier, wie eben die Auswahl der Teams. Wie gesagt, Style mit Manchester United und Flacke mit Frankreich. Ah, da gehen wir jetzt in die englische Premier League und suchen Menu, da war sie doch schon. Ja. Na, wo sehen Sie also, denn? Was würdest du sagen, objektiv, Frankreich gegen Menu? Ja, kann ich als Experte schwer einschätzen. Menu gegen Frankreich wird ja so nicht zustande kommen. Ja gut, ich meine, wenn du die FIFA-Werte vergleichst, ist Menu etwas stärker. Und einfach dein persönliches Gefühl, wen hast du denn lieber, Frankreich oder Manchester United? Ja, ich würde sagen Frankreich. Haben mir so gut gefallen damals bei der WM. Welche? Die, wo die gewonnen haben oder die, wo die so schön verloren haben? War doch 2000, oder? 2002. Nee, ja. 98. Mir so ein Fehler unterläuft. So, wir haben jetzt hier den Style im Blick. Der guckt etwas angespannt. Auch hier wieder die Trikots geladen. Hier, jetzt gehen wir hinein in das letztes Spiel, was wir hier übertragen werden, zwischen AMD und POD. Sei nochmal gesagt, 7:3 führt POD. Das heißt, Style muss hier gewinnen. Muss hier gewinnen, gibt jetzt ja, hier den Ball. Ja, der geht auch direkt in die Offensive, nee. Bolzt den Ball nach vorne. Er gibt den ja nochmal zurück. Ja, da war ich ein bisschen voreilig. Ich dachte, Style dreht direkt völlig durch. Es gibt ja auch ein Feature in FIFA 2005, wodurch man von der Mittellinie aus ein Tor schießen kann. Ein Feature oder ein Bug? Das ist ein Bug. Wir wollten das halt nicht so offen nennen. Wir nennen alle Bugs Features. Alles gewollt von EA. Achso. Nee, ist klar. Ja, jetzt gehen wir hier direkt live in die Partie rein mit dem sehenswerten Frogbender und mit mir. Und wir sehen jetzt hier von Style, eben wie von Holy Devil, die langen Bälle nach vorne. Jetzt hier die erste Flanke, die kommt gut, aber hier schön rausgeholt hier vorm Torwart. Und ich denke, zur Motivation für Bayern nochmal einen richtig dicken Applaus, denn es ist wirklich hier ein spannendes Spiel. Ja, wieder leichtfertig den Ball im Mittelfeld verloren. So, jetzt hier, Style, direkt auf die Offensive, müsste sich nochmal drehen. Nein, holt einen Einwurf raus, ist auch eine gute Möglichkeit. Hier, hat jetzt hier geköpft, flankt jetzt hier gleich rein. Wartet, hat den Ball immer noch hier schön vertändelt, also das heißt schon schlecht eigentlich. Ja. Gibt es eigentlich hier Fans mit Fangesängen?
Leider nicht. Schade, hätte ja sein können. Aber jetzt hier, gleichwertige vergebene Konterchance von Flacke, muss man sagen. Ihr müsst lauter singen, wir hören nicht so viel. Aber ist vielleicht auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall gehen wir hier zurück ins Spiel. Sehen jetzt hier Marvinho. Marvinho sage ich schon. Ja, ich meine, wir sehen ja Style, oder? Style ist es. Wir haben Style und Flacke. Ja. Flacke jetzt hier im Gegenangriff. Scheint noch nicht ganz so gut ins Spiel zu kommen. Spielt mehr über die Mitte und dann auf die Außen. Im Gegensatz zu Herrn. Hier schöner Doppelpass. Dann mal nach außen. Kommt jetzt die Flanke. Da kommt die Flanke. Kommt der Kopfball. Und hier schön gehalten. Schön gehalten. Vom Tor gerade noch so über den Kopf gelegt. Die Bude. Aus dem Winkel geboxt, die Kirsche. Jetzt fängst du auch schon an mit der Kirsche. Da ist so Fußballer-Slang. Ne? Ja, jetzt hier schön den Torwart rausgeholt von Style. Direkt hier mit der Kontermöglichkeit. Hat hier eine 2 gegen 2 Situation. Ist jetzt hier auf den Außen durch. Was macht er? Spielt er in die Mitte oder wird er reinflanken? Man sieht ganz oben, hinten sehe ich einen. Der läuft da rein, der kommt noch jetzt rein. Auf den Gesehenen nimmt er an. Nein. Schieß doch einfach mal. Vielleicht nochmal vorlegen, die Bude. Jetzt kommt vielleicht die Flanke. Nein, ich will aber, was ist das denn? Also, schlechter. Was mit ihm da los war, das. Weiß keiner. Ich glaube, ihm steht auch eine Auswechslung bevor in der Halbzeit nach so einer Aktion. Ja, auf jeden Fall jetzt hier Style mit der Schussmöglichkeit. Nein, in das Spiel rein. Oh, schön gemacht. Erste, wirklich guter Spiel, so wirklich schöner Pass. Hat er Glück, dass es hier keine Ecke gibt. Also das war schon ein ordentliches Ding. Ja, war eine sehr große Chance, aber der Torwart blendend reagiert. Jetzt hier Flacke mit dem Gegenangriff. Ist jetzt hier wieder auf dem Weg auf die Außen. Hat sich jetzt hier freigespielt. Wird Style nicht mehr drankommen. Kommt die Flanke. Was? Die kommt aber ganz knapp an. Abseits. Also die ich hab schon gedacht, was macht denn der Torwart da? Also die Flanke habe ich noch nicht gesehen bisher. Vielleicht lerne ich auch noch was Neues. Also ja, das war schon eine knappe Kiste. Und also jetzt hier, Pass in den Fünferraum, vielleicht der Schuss, Flanke, aber ja, hier runter gepflückt von dem Howard oder Howard, im British English, der Howard. Der Tim Howard ist das, richtig. Und jetzt hier böses Foul von Flanke, taktisches Foul natürlich, damit er sich hinten weiter organisieren kann und nicht direkt das Gegentor fährt. Jetzt hier Freistoß von Style, aber vergeben. Immer noch 0 zu 0. Schön gespielt. Vielleicht mal die Schussmöglichkeit in die Ecke rausholen. Läuft hier weiter durch. Zieh doch mal ab da. Der fummelt hier noch eine Runde. Oh. Ganz einfach. Die wollen den Ball einfach ins Tor tragen. Also, ich glaub, das gefällt mir absolut nicht. Ich glaube, die wollen zu schön spielen. Die müssen mal auf die Bude knallen. Genau wie der Poldi immer. Da muss einfach, ja, der Poldi, genau. Er muss einfach mal abgezogen werden. Dann rappelst du auch. Aber immer diese Schönspielerei, den Ball ins Tor tragen wollen, da platzt jedem Trainer der Kragen. Aber jetzt hier die Möglichkeit für Style. Nochmal, oh, der alte Querschmeider, Glück der Flacke, dass der Fuß noch zwischen war. Ich hätte quer gespielt, also was heißt quer Longline. Man hat ja gesehen, da war der Spieler frei. Unten stand nur einer. Schade, schade. Und schade, schade, schade. Ja. Immer noch kein Tor und schon 27 Minuten rum. Jetzt legt er sich den Ball vor, um direkt zu flanken, aber hat er Pech, dass der Spieler rein. Erbärmlicher Versuch. Ganz schwache Kiste. Jetzt sehen wir hier Style wieder im Gegenangriff auf der oberen Außenbahn. Da sieht man, wie er immer wieder Schwung holt. Ist ja am Rudern mit den Armen. Läuft hier in die Mitte, möchte querlegen, ja, glaube ich. Mal, jetzt. Er spielt nochmal zurück. Schneiden. Spielt, was ideenlos. Man sieht einfach, er kommt nicht durch. Und das Spiel ist etwas flach bisher, oder? Ja, man sieht schon, beide Teams geben sich Mühe. Da wird gekämpft. Man sieht das auch wieder, wie er da am Rackern ist. Aber die Fehlpassquote ist einfach zu hoch in meinen Augen. Also ich frage mich jetzt gerade, wo das 7-2 von eben herkommt. Jetzt hier böse vor. Ah, der Glück, dass hier weitergespielt wird. Ja, Vorteil also, laufen lassen. Guter Schiedsrichter. Vielleicht jetzt hier die Möglichkeit, sich mal auf den Außen freizuspielen. Aber der Flacke steht da sehr gut. Jetzt hier Style. Vielleicht in die Mitte gehen. Hat er Platz? Schießen wir noch mal. Schieß noch mal, Junge. Jetzt komm. Ah, will er durch die Mitte. Er hat immer noch ein Bein dazwischen. Also POD, die Abwehrspezialisten. Ja, da steht die Mauer. Ja. Hauptsache die Null steht bis jetzt. Jetzt vielleicht mal schießen, um eine Ecke zu holen. Junge, schieß doch mal! Und nochmal Nachschuss! Tor! 1-0! POD, Flacke hier. Etwas glücklich vielleicht der Nachschuss, aber da ist die Bude. Ja, da hat er einfach schneller reagiert. Hat er sein Können aufblitzen lassen. Das ist einfach der Torriecher, der im letzten Spiel auch vor allem Marvinho gefehlt hat. Da einfach schnell. Jetzt hier vielleicht für Style, direkt der Gegenangriff. Müsste jetzt eigentlich mal langsam flanken. Da kommt die Flanke lang aufs Tor, aber hier kein Problem für die Katze, wie du so schön sagst, für den Battest. Das Ding hier zu pflücken und jetzt hier wieder Konter von Flacke. Vielleicht wieder durch die Mitte, ein bisschen Tänze mit dem Thierry, wie gerade schon gesehen. Läuft jetzt hier auf die Außen, legt den Ball vor, flankt direkt. Da kommt die Bude, aber nicht reingemacht ins Tor. Somit Ballbesitz für Style. Direkt der Gegenangriff wartet er nicht auf den Spielaufbau, sondern will direkt nach vorne preschen, um noch das Ding vor der Halbzeit zu machen. Ja, jetzt wieder dieser psychologisch wichtige Zeitpunkt.
kurz vor der Pause. Der Schiri, wir sind gespannt, ob er wieder so viel jetzt nachspielen. Jetzt ist er durch. Jetzt kommt die Flanke. Ah, wieder Kopfballduell verloren. Vielleicht nochmal nachsetzen, aber schön geklärt hier von Flacke. Der nimmt sich jetzt auch etwas Zeit, nimmt die Hektik aus dem Spiel raus und wartet erstmal ein Mütchen. Geht jetzt hier auf den Außen, hat hier viel Platz, legt sich wahrscheinlich nochmal vor. Hat Glück, dass die Grätsche nicht kommt. Da kommt die Flanke, Kopfball, aber hier geblockt, ganz haarscharf noch. Ja, und jetzt sind wir in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bereit und nochmal ein Konter von dem guten Style. Jetzt wieder in die Mitte. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er kommt, möchte Flanken, kommt nicht durch und dann spielt er wirklich total sinnlos in die Mitte, weil auch da alles zugebaut ist. Und jetzt wieder Ballverlust, gut aufgepasst von Flacke. Vielleicht nochmal, vielleicht wirklich halt 2-0 zu erhöhen. Das wäre natürlich ein herber Schlag für Style. Ja, versucht jetzt nochmal auf Außen da die Flanke zu setzen. Da kommt die Flanke. Schönes Ding hier. Tor. 2-0. Ja, und da sehen wir Flacke im Bild gerade. Der ist ja schon eiskalt, oder? Schön gemacht, schöne Flanke. Und Style immer noch im Ball, geht immer noch weiter hier in der Halbzeit. Ja, was mit den Schiris los ist, das verstehe ich überhaupt nicht. Sie wissen, hier ist Inter Friday Night Game mit FIFA, hier wird auch was gezeigt. Und jetzt vielleicht mal die Flanke. Ich meine, was macht er denn da? Der wartet, vielleicht nochmal einen Rückpass. Komm, Style. Da steht der Spieler im Abseits, da kann er nicht anspielen. Jetzt. Nochmal Rückpass. Ja, er weiß anscheinend nicht, dass schon die Nachspielzeit läuft, sonst wird er ein bisschen offensiver spielen. Jetzt, die sind alle im Abseits und jetzt ist der Ball weg, da wird auch jetzt gleich abgepfiffen. Sehr ideenloses Spiel. Fazit 2-0 für Flacke, dicken Applaus für beide, besonders für den Flacke. Er hat wirklich super gespielt bisher, vor allem man sieht auch die Chancenauswertung auf der Seite von Bio, die heute klar besser. Ja, auf jeden Fall. Also gerade das zweite Tor doch beeindruckend, aber auch da wieder in der Abwehr einfach nicht zum Kopfball gegangen und da hat natürlich Flacke gar keine Probleme und netzt da ganz locker weg ein. Ich sehe da hinten mein Maustrikot laufen. Können wir das mal bitte jemand holen? Das wäre schön. Schade. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt gerade gesehen, bei Style, er hat seine Taktik umgestellt. Von Viererabwehr auf 3-4-3 spricht dafür, dass er kompakter in der Mitte steht und somit auch die Verteidiger etwas besser stehen und dann aber leider nicht mehr die Pfosten abdecken können. Sehen wir, was es bringt. Ja, erstmal ein Frankfurter hier für Flacke, aber Torwart gerade noch so den Ball weggefischt. Und was wird Style jetzt machen? Spielt er auf die langen Bälle, weil Flacke hat eine Viererabwehr. Macht er jetzt auch, kommt durch, kein Abseits. Jetzt hier mal die Möglichkeit, die Bude zu machen. Da kommt der Kopfball, Tor, 2-1 von Style. Da ist er auch erleichtert, der Dennis. Ja, die neue Strategie zahlt sich absolut auszuzahlen. Ja. Ja, man hat gesehen, er hat jetzt direkt was anderes probiert. Einen langen Ball nach vorne, durch die Abwehr rein, durch die Lücke, hat die Lücke gesehen. Dann war er außen durch, unfrei. Jetzt vielleicht nochmal dasselbe. Seht, ja, hat den Spieler geschickt, da kommt Situation. Der lange Pass. Aber da standen die Verteidiger gut. Vielleicht holt er sich den Ball nochmal wieder. Nein, Flacke hier gut ausgespielt. Und ist jetzt hier schon über die Mittellinie. Spielt jetzt hier wieder auf die Außen. Wird wahrscheinlich in die Mitte spielen. Nein, läuft nach außen, den Ball wahrscheinlich nochmal vorlegen. Kommt die Flanke, kommt rein und hier gepflückt. Kein Problem. Ganz sicher. So, Style ist hier wieder über die obere Seite. Spielt wahrscheinlich nochmal in die Mitte oder... Ja, er spielt in die Mitte, kommt jetzt mit einem Seitenwechsel auf die untere Seite. Spielt jetzt hier von rechts nach links, ist schon 20 Meter vom Tor weg. Schickt den Spieler, passt rein, müsste jetzt querlegen. Müsste querlegen, aber hatte zu lange gezögert. Zögert zu lange, ja. Muss er den Abschluss suchen. Da hinten ist eine Fankurve. Ist hier auch eine Fankurve von POD? Aber da ist die Fankurve, da ist auch direkt die Möglichkeit für Flacke. Da kommt die Flacke, 3-1 hier! Tor! Schön durch die Mitte ausgespielt. Sehr also, schön gemacht. Man sieht eindeutig, POD hat anscheinend mehr Fans mitgebracht am heutigen Abend. Vielleicht sind die AMD da ja lauter. AMD? Da ist aber nur einer, der schreit. Der sitzt da mit dem Megafon ganz hinten. Auf jeden Fall hier, Style mit der Flanke, die ist gut! 3-2 hier, jetzt geht's aber los! Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Jetzt ist... Der Spielaufbau aufgelöst. Jetzt geht es hier nur noch darum, die Dinger zu knipsen. Ja. Da werden alle Höhlen fallen gelassen jetzt. Ja, jetzt wird es hier schmutzig. Und jetzt hier Ballverlust. Möglichkeit für Style. Das Ding wird hier nochmal richtig spannend. Kommt die Flanke, dreht er sich nochmal. Aber zu lange gewartet. Aber Einwurf. Einwurf für Style. Einwurf. Gute Möglichkeit. Müsste direkt flanken. Kommt die Flanke, Kopfball, aber hier geblockt. Von Flacke, 63. Minute, nur noch 3-2, stand eben 3-1 für ihn, schon gutes Polster eigentlich, aber man sieht, im ist Fußball noch alles drin. Ist alles drin. Jetzt hier, 4-3, Überzahl dazu. Durch die Mitte, muss er jetzt die Mitte zumachen. Schießt er, der Torwart war schon weit draußen. Grätsche, kommt die böse Grätsche immer noch am Ball. Foul. Freistoß oder Elfmeter? Freistoß. Sollte nicht reingehen, sollte nur ein Abklatscher werden. Ah, der hat das drauf. Oh,
Das könnte... Nicht im grünen Bereich. Was kommt der Ball? Abgewehrt. Nachschuss. Nein, abgewehrt. Kontermöglichkeit für Seil. Aber 1 gegen 3 Situation wird ein bisschen schwer. Ja, sieht er ein. Spiel nochmal zurück. Jetzt, das Spiel nochmal langsam. Jetzt muss der Seil, der macht das. Ich glaube, der Junge macht das jetzt. Der ist jetzt heiß. Ist jetzt hier auf den Außen durch. Das ist eigentlich eine hundertprozentige. Flanke. Tor. Tor 3-3 hier. Schönes Ding. Das habe ich gerochen. Ja, ich habe es auch schon. Ich habe mir gedacht, woher weißt du, dass der reingeht? Er war schon am Tor schreien, da hat er noch nicht mal geflankt. Da sieht man. Wo sind die POD-ler? Also 20 Minuten noch Zeit. 3-3. Ja, hier wird es nochmal richtig heiß. Also jetzt kocht die Bude aber hier richtig. Ja. Jetzt hier langer Ball von Style. Wieder die Möglichkeit. Vielleicht das 4-9. Schön geblockt von Flacke. Jetzt hier die Kontermöglichkeit. Spielt hier direkt nach vorne. 3-gegen-3 Situation. Auf die Außen. Nein, er will durch die Mitte. Er will hier einlochen. Möglichkeit. Ganz knappes Ding hier. Auf der Linie quasi. Für Style. Spielt jetzt hier etwas langsamer. Möchte vielleicht jetzt ruhig den Aufbau probieren, um einen unnötigen Ballverlust zu vermeiden. Von oben nach unten. Möchte aus mir durch. Aber sieht jetzt, dass Flacke mitläuft. Also hat er gesehen, vielleicht nochmal der Querpass jetzt hier nach unten, vielleicht ist er frei, Flanke, oh, schön rausgeholt hier von Flacke, 76. Minute, wieder Konter durch die Mitte, ich hasse das ja wie die Pest, die Dinger. Die Konter durch die Mitte? Ja, aber jetzt hier schöne Grätsche von Style, der geht auch direkt wieder nach vorne, hier ist jetzt kein Spielaufbau mehr drin. Geht ja rauf und runter, wirklich. Also ist ein Top-Spiel. Schlagabtausch, offener jetzt hier, Schlagabtausch. Jetzt vielleicht kommt die Flanke oder legt er quer? Legt quer, müsste schießen, aber hier leider der Fuß von Flacke zu weit. Also Glück für ihn jetzt hier. 3-3, hat er eben schon die Bude geknipst. Ja. 80. Oh. Minute. Legt er quer? Nein, doch. Ja, jetzt nochmal. Also der Ball ist noch in der Gefahrenzone. Flanke, Kopfballtor! 4-3! Hör mal, ist ja, geile Sache ist das. So. Also sensationell die Stimmung hier. Style braucht, glaube ich, eine kleine Pause. Style braucht eine Pause. Da hinten höre ich. Der weiß wartet nicht, was jetzt. Für Sachen. Will ich was gar macht nicht, er? Was macht er? Hört vielleicht, was er anders machen soll. Trinkt vielleicht einen Schluck. Oh. Taktisches Päuslein. Er nimmt erstmal einen Schluck Apfelschorle. Style, das Spiel geht weiter. 2 Sekunden hast du noch. Ah, da nimmt er sich seinen Joypad. So, wieder. Jetzt geht's weiter. 3-4 aus seiner Sicht. Noch 8 Minuten. Da ist noch alles drin, Frog. Da ist alles drin. Langer Ball. Aber nicht gut gemacht dieses Mal. Bisschen Pech. Jetzt sag ich vielleicht mit der Möglichkeit, alles klar zu machen. Weil ich sag mal, 5-3 und das Spiel ist aus. Da ist der Drops gelutscht. Jetzt hier. Style, Kontermöglichkeit. Spielt nochmal auf die Außen. Will flanken. Haben wir schon dreimal gesehen. Flanke. Kopfball. Oh. Und das gibt es nicht. Oh, das ist nicht wahr. Sensationelle Szenen, die wir hier gerade haben. Hammer, wenn das nicht im nächsten Trailer kommt für Oberhausen, weiß ich auch nicht. Jetzt war die alles klar. Nein, das ist bitter. Style gibt nicht auf. Vielleicht nochmal Nachspielzeit zu geben. Style, zieh nochmal dran. Also nochmal Applaus für Style. Er muss hier nochmal dran ziehen. Abseits von Style. Also nochmal Applaus für Style jetzt hier, bitte. Style jetzt hier nochmal, 90. Minute, 2 Tore noch. Langer Ball auf die Außen, ist durch, müsste flanken, Tor! 5-4. Ja, geht da noch was? Ballbrechendes Spiel. Geht da jetzt wirklich noch was für Style? Jetzt spielt er aus, das ist dreckig. Ist es aus? Die Zeit läuft weiter. Da ist es aus! 5-4! Fetten Applaus, oder nein, oder? Moment, was haben wir denn da? Es ist aus! 5-4! Das Spiel gewinnt der Flacke in diesem wirklich Top-Match. Jetzt also warten wir auf den Maddy. Der Maddy hat nichts, der Maddy hat noch nichts für uns. Wir warten jetzt auf die Absolut mitreißende Begegnung, muss man also sagen. Also wir sehen jetzt hier nochmal die Highlights, vielleicht kann die Regie nochmal umschalten. Also wir sehen jetzt hier nochmal die Highlights aus dem Spiel hier. Kommt schöne Flanke, schöner Kopf, weil da guckt der Torwart ein bisschen. Ah, guckt da nur, machst da nix. Machst du nix. Also ich, aber gerade diese Situation, wo der Ball an den Pfosten kullert, das ist sensationell. Also da, warten wir, müssen nur warten, die kommt glaube ich jetzt. Ja. Ist sie das schon? Nee, da ist sie noch nicht. Ja, und wir haben ein Endergebnis, werden wir noch die Highlights sehen.
Und zwar nicht die einzelnen Details, aber insgesamt hat POD mit ganz knapp 11:9 gewonnen. Also 11:9 POD! Somit Frogbender wieder eine Wette verloren. Ich hatte ja auch mal, ja, jetzt sind die 10 Euro sind wieder jetzt, weg. Ich bitte jetzt erstmal um Trostapplaus für den Frog. Er hat schon wieder eine Wette verloren. Er gibt nur einen ganz lauen. Also ich denke, wir müssen sagen, dieses Spiel hat alles geboten, was wir versprochen haben. Spannung pur. Frog, vielleicht noch ein abschließendes Wort zu diesem wirklich packenden, genialen Spiel. Ja, es hat wirklich unheimlich Spaß gemacht und AMD hat treue Fans, die werden die Mathe weiter also unterstützen. Also vor dem Trailer nochmal einen fetten Applaus für die beiden Teams, AMD und POD. Und direkt nach dem Trailer geht es dann weiter mit dem Nachinterview und wir melden uns dann zurück. Und da sind wir wieder zurück mit dem Nachinterview. Bei mir sind jetzt einmal der Smurf von POD und der Das kleine A-Loch von Team 64. Großer Applaus erstmal für den Gewinner, hier der Vertreter von POD, Smurf. Hör ich einen großen Applaus? Hallo!
Irgendwie haben wir hier ein bisschen mehr Team 64 Fans gerade, macht aber gar nichts. Smurf, du hast hier im ersten Spiel gegen Lexus 7-2 vorgelegt, dann 2-3 verloren. Wie schätzt du deine eigene Leistung hier ein? Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden letztendlich, da mit dem Sieg eigentlich alles erfüllt worden ist, was wir uns erhofft haben, und da bin ich mit den 2 Punkten zufrieden. Generell, wenn wir vielleicht nochmal die Spieler durchgehen, Flacke hat auch ein 7-2 vorgelegt, dann 5-4, da kann man wahrscheinlich nichts gegen sagen, schön gespielt. Spieler des Tages, schon besonders wegen dem letzten Spiel, also wir standen geschlossen hinter ihm, war super Leistung. Sehr schöne Bilder haben wir da auch rausgesehen aus dem Game. Hogi Devil gegen Marvinho 5-0 vorgelegt und dann 4-5 leider kassieren müssen. Marcel gegen Camper 3-3 und dann 3-2. Das war vielleicht der zweitschlechteste Spieler. Chucky hat nicht so eine tolle Leistung erbracht. Werdet ihr denn nachher ein bisschen rügen oder ist dann einfach alles vergessen, wenn man ein Match gewonnen hat? Na, ich denke, nach so einem Match, wenn wir das alle zusammen gewonnen haben, zählt der Sieg des Teams. Auf jeden Fall. Das kleine Arloch. Was hast du zu deinen Spielern zu sagen, nachdem sie hier knapp, aber wenn man das letzte Match auch gesehen hat, verdient verloren haben? Ja gut, verdient würde ich sagen, ist was anderes, aber es war halt ganz knapp. Also Camper hat zweimal in der 90. noch einen kassiert, im letzten war es nicht unverdient, insgesamt gesehen, aber so ist halt sehr, sehr unglücklich, weil es hätte halt auch gut sein können, dass der Schiedsrichter vorher einmal pfeift und dann geht es 10-10 aus oder halt 11-9 für uns. Von daher ist halt schade, da wir jetzt halt eine sehr, sehr schlechte Ausgangsposition haben, was Erreichen der Finals angeht, und wir hatten noch vor 2 Spieltagen die beste Ausgangssituation aller Teams. Von daher müssen wir jetzt einfach besser spielen und kein Spiel mehr abgeben. Aber ich denke, das schaffen wir auch. POD hat ja gesagt, sie wären hier ein bisschen die Underdogs. Vinny hat gesagt, ja, sie wären die Underdogs. Sie würden hier zwar mit einem Gewinn hungern spielen, aber die Chancen stehen schlecht, dass ihr dann wirklich gewinnt. Glaubt ihr, Team 64 hat euch unterschätzt? Wenn es denn so gewesen wäre, dann wäre es das Einzige, was wir haben erreichen wollen. Aber ich glaube eigentlich nicht. Glaubst du, dein Team hat POD unterschätzt? Glaubst du? Nee, ich denke nicht. Also wir hatten schon Probleme, weil wir halt dummerweise kam der letzte Spieler von uns auch erst wirklich 7:20 beziehungsweise 7:30. Von da war bei ihm die Vorbereitung schlecht, aber trotzdem 4 Punkte geholt. Das war eigentlich der positivste Aspekt heute. Ansonsten war es etwas chaotisch und unterschätzt, denke ich, auf keinen Fall. Also wir wussten, dass es bei dem Spiel eh mal knapp wird, auch gegen, sagen wir mal, Teams, die weiter unten in der Tabelle stehen. Von daher, das war uns klar, aber dass wir dachten, gut, wir fahren hier hin und klatschen Pott an die Wand, das wollten wir natürlich zeigen, aber es hat halt nicht geklappt. Aber es lag nicht daran, dass wir sie unterschätzt haben. Euer Programm ist jetzt relativ hart, um jetzt noch auf die Finals zu kommen. Ihr habt die Finals aber wirklich im Blick. Glaubt ihr, schafft's noch? Ja, wir müssen jetzt natürlich erstmal wieder, denke ich, 3 Punkte holen, um wieder Selbstbewusstsein quasi zu tanken, wie man das so schön auch im Fußball sagt. Denn jetzt nach 2 verlorenen Spielen ist natürlich wirklich schlecht gewesen. Auch das Restprogramm ist, wie gesagt, wie die ganze Saison. Also man kann nie genau sagen, wer der Favorit ist. Es wird natürlich jetzt nochmal schwerer, aber wir können es auf jeden Fall schaffen. Wir haben noch 2 Spiele, denke ich, wo 3 Punkte auf jeden Fall Pflicht sind. Und von den großen Teams ist vor allen Dingen Maus sehr ziemlich schwach diese Saison. Und ich denke, da werden wir noch den ein oder anderen Punkt sammeln können, der uns dann reicht zum Erreichen der Finals. Smurf, wie sieht bei euch aus? Man sagt ja von euch, ihr seid der große Überraschungsfavorit hier. Nach 2003 schafft ihr es vielleicht, das erste Mal wieder auf Finals zu kommen? Ja, vor dem Spiel haben wir uns gesagt, wenn sollten wir das gegen AMD packen, sollten wir einen Sieg holen, dann wäre die Ausgangssituation natürlich so gut, wie wir sie lange nicht mehr hatten und wahrscheinlich auch nie wieder kriegen werden. Deswegen wollen wir jetzt mal schauen, was möglich ist. Das heißt, Pink of Death ist hier mit Blick auf den Finals bei Team 64. Sind da gemischte Gefüge im Spiel. Damit verabschiede ich euch. Ich hoffe mal, ihr werdet hier noch einen sehr schönen Abend haben. Bisschen mit den Spielern feiern wahrscheinlich. Ein paar Abschlussworte von euch. Ja, war ein schönes Event. Leider mit dem falschen Sieger. Aber wir versuchen nächstes Jahr nochmal zu kommen, beziehungsweise auf den Finals spätestens dann die Revanche gegen Potts zu erreichen. Falls sie sich qualifizieren, bei uns bin ich mir da sicher. Team 64 ist nicht sicher. Wer ist sonst noch auf den Finals, außer Team 64 und Potts? Ich würde sagen, SK Gaming auf jeden Fall, und als letztes Team würde ich im Moment, ich denke MTW, aber es ist so eng, also ist noch Alternate Attacks auch ganz oben dabei, es sind 6-7 Teams, die um die Finals spielen und es ist ein Trend mit 1-2 Punkte, von daher ist wirklich sehr schwierig im Moment schon eine Prognose da abzugeben.
Das heißt, es wird noch richtig spannend hier auf den letzten Spieltagen in FIFA. Damit verabschiede ich euch. Wir machen gleich weiter mit dem Karen Werfel, ein paar T-Shirts und damit Warcraft und danach noch Counter-Strike. Stay tuned.